sollten jedoch noch viele Jahre vergehen. In denselben Monaten, in denen Darwin über die Theorie der Arten nachdenkt, metaphysische Fragen diskutiert und sich viel mit Fragen der Religion auseinandersetzt, verändert sich auch sein Privatleben. Die Vorstellung, sein Leben lang als fleißige Arbeitsbiene in einer dreckigen Londoner Wohnung zu leben, missfällt Charles. Viel lieber möchte er ein freundliches, sanftes Weib auf einem Sofa um sich haben. In seinem Tagebuch hält er seinen Entschluss fest. Heiraten, heiraten, heiraten. Die Auserwählte ist seine Cousine Emma Wedgwood, die er am 29. Januar 1839 vor den Traualtar führt. Eine Entscheidung, die er nie bereuen sollte. Sie ist mein größtes Glück, schreibt er später in seiner Autobiografie, und ich kann sagen, dass ich während meines ganzen Lebens kein einziges Mal von ihr ein Wort gehört habe, das besser nicht gesagt worden wäre. Ihre verständnisvolle Güte mir gegenüber war stets beständig. Vor allem in den ersten Ehejahren ist das Leben mit Darwin nicht leicht. Er ist ständig überarbeitet, was zu Herzleiden und Übelkeit führt und die junge Ehefrau regelmäßig in Angst und Schrecken versetzt. Als am 27. Dezember 1839 das erste Kind der Familie Darwin geboren wird, nutzt der frisch gebackene Vater die Gunst der Stunde, um Studien über die Reflexe innerhalb der ersten 7 Lebenstage durchzuführen. Er notiert, wie sich sein Sohn William Erasmus verhält, wenn er dessen Fußsohle berührt. Die Darwins werden insgesamt 10 Kinder haben. Aufgrund seiner schlechten körperlichen Konstitution veröffentlicht Darwin bis 1842 nur die Schrift über den Bau und die Verbreitung der Korallenriffe. Er erklärt die Entstehung von Riffen, die oft kreisförmig angeordnet sind, damit, dass auf einem Vulkan beim langsamen Absinken des Meeresgrundes zuletzt nur noch um seinen Krater herum Korallen wachsen. Dieses Werk begründete Darwins Ruf als Naturwissenschaftler. Im selben Jahr verfasst der Wissenschaftler auch seine erste Skizze über seine Theorie der Arten, die jedoch erst 1896 bei der Sichtung seines Nachlasses von seiner Frau gefunden wird. Zwischen 1844 und 1858 überarbeitet er seine Skizze ständig, ohne jedoch jemals eine Version davon zu veröffentlichen. Nach mehreren Jahren in London, das er stets als rauchig und schmutzig empfunden hatte, zieht Darwin mit seiner Familie zurück aufs Land. In Down, einem kleinen Dorf in der Grafschaft Kent, findet Charles mit Hilfe seines Vaters ein gutes, aber sehr hässliches Haus mit 18 Acker Land. Die Wahl des Hauses, schreibt einer der Söhne später, war mehr das Resultat einer Verzweiflung als einer wirklichen Liebe. Die Eltern waren müde von der Jagd nach Häusern. Was Darwin hier betreibt, ist an pedantischer Lebensführung kaum zu überbieten. Um 7 Uhr verlässt er das Haus zu einem kurzen Spaziergang. Um 7.45 Uhr nimmt er alleine das Frühstück ein und macht sich danach gleich an die Arbeit. Zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr gönnt er sich eine Pause, um dann zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr noch einmal zu arbeiten. Es folgen der Besuch des Gewächshauses zusammen mit seinen Hunden und ein weiterer Spaziergang. Danach das zweite Frühstück, Zeitungslektüre und Briefe schreiben bis 15 Uhr. Nach einem einstündigen Mittagsschlaf startet die letzte Arbeitsphase des Tages bis 17.30 Uhr. Im Anschluss daran das Zusammensein mit der Familie bis zur Hauptmahlzeit um 19.30 Uhr. Nach dem Essen verbringt er bis zur Schlafenszeit um 22 Uhr ein wenig Zeit mit seiner Frau. An diesen Ablaufplan müssen sich außer der Familie auch alle Gäste und Fachkollegen halten, da sich Darwin sonst in seiner Ruhe gestört fühlt. »1859 schließlich wird Darwins Schrift über den Ursprung der Arten durch Mittel der natürlichen Selektion oder die Erhaltung bevorzugter Rassen im Kampf um das Leben vor der Königlichen Gesellschaft verlesen.
Das Buch mit demselben Titel wird ein Jahr später veröffentlicht. Das Interesse daran ist so groß, dass es schon am ersten Tag in ganz London ausverkauft ist. Die Reaktionen sind zunächst gemischt. Kirchliche und wissenschaftliche Autoritäten empören sich. Denn nach Darwins Theorie haben sich alle Lebewesen im Laufe von Millionen von Jahren aus einfachsten Urformen entwickelt, die ihre Organe immer weiter verfeinert haben. Zufällige, sprunghafte und richtungslose Veränderungen der Erbmerkmale führten dazu, dass immer neue Arten entstanden. Bis hin zum Menschen, der auf eine weite Zukunft hingesehen keineswegs den Höhepunkt der Entwicklung bilden muss. Auch impliziert Darwins Theorie, dass der Mensch vom Affen abstammt. Und das konnte sich die Krone der Schöpfung auf gar keinen Fall bieten lassen. Doch anders als zu Zeiten eines Kopernikus oder Galilei kann die Kirche Darwins Veröffentlichung nicht unterbinden. Seine Lehre verbreitet sich schnell und findet zunehmend Befürworter. 1875 macht Darwin noch einmal Furore, er veröffentlicht seine Abhandlung über fleischfressende Pflanzen, die das Dogma der Widernatürlichkeit solcher Arten widerlegt und bis heute als Standardwerk der Botanik gilt. 1878 wird Charles Darwin zum Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften ernannt, dem Gegenstück zur englischen Royal Society, der er bereits seit 1839 angehört. Als Charles Darwin am 19. April 1882 in seinem Haus in Down im Alter von 73 Jahren stirbt, hinterlässt er Frau und Kinder und ein völlig verändertes Weltbild. Ihm ist es zu verdanken, dass nach seinem Tod unzählige Wissenschaftler die Evolutionstheorie weiter erforscht haben. Und letztlich ist es seiner Arbeit zu verdanken, dass rund 100 Jahre später der Grundstein für die Gentechnologie gelegt werden konnte.